Und damit hallo und herzlich willkommen zu der 22. Folge, I guess, von Red Dead Redemption 2, dem großen Let's Play hier auf YouTube, auf diesem YouTube-Kanal. Schön, dass du da bist, mein Freund. Wir haben kurz Raffi einmal beim Klimpern zugehört, um einmal kurz den Moment auszukosten. Ja, die Sachen haben sich verändert. Man ist uns auf die Schliche gekommen, man weiß, wo wir sind. Und... ach, das war Holz. Wer ist denn da am Holz? Ach, Charles. Okay. Ja, dann wir müssen zusehen. Wir müssen weitermachen. Wir können jetzt uns nicht drauf ausruhen auf irgendwas anderes. Wir können jetzt uns mit Micah treffen bei Strawberry, was ich gerne machen würde, weil es schön ist. Was haben wir als Alternative? Uns mit John Marston. John hatte gesagt, dass er versucht hat, in Valentine eine Verdienstmöglichkeit zu finden. Was ist hier oben? AL. Oh! Albert Mason, Arcadia für Amateure. Nochmal der Wildtierfotograf? Ja gut, wir treffen uns erst mit Micah. Dann lass uns erstmal gucken, was bei Micah abgeht. Kümmern wir uns darum als erstes. Hier ist er, ja. Wie heißt du nochmal, Bruder? Das ist der, den wir bei den O'Driscolls abgeholt haben. Shame about Davy. Sure. It's always a shame. Naja, die beiden haben auch ihre Sachen zu besprechen. Bill ist schon wieder, weiß ich nicht, komplett verstrahlt irgendwie. Besoffen vielleicht, I don't know. Hey, boy. Hair Pomade. Wer wollte die haben? Und wo rennst du mit dem Sattel rum, Bruder? Bist du komplett lost, Digga? Erstmal kriegt das Pferd jetzt einen Zuckerwürfel. Nee, gestriegelt bist du erstmal. I'm sorry, boy. Ehre, Russ. Okay, und wir machen uns auf den Weg. Wir treffen uns mit Micah. Mal gucken, was das diesmal gibt. Also die letzte Mission mit Micah hat nicht so gut funktioniert. Wir wollten ihn eigentlich nur kurz, in Anführungszeichen, aus dem Knast holen. Dann ist die ganze Sache eskaliert und Strawberry hasst uns. Naja, Micah ist nicht weit weggekommen von Strawberry. Der hat sein Zeltlager da in der Nähe aufgeschlagen, weil er sich momentan nicht, warum auch immer, nicht traut, Dutch unter die Augen zu treten. Solange er nicht irgendwie was Heftiges parat hat, was Dutch beruhigen würde. Bin mir nicht sicher, warum Dutch sauer sein sollte. Vielleicht, weil er festgenommen wurde, I don't know. Vielleicht hat Micah auch geredet, deswegen wissen die anderen Pinkertons, wo wir waren. Ich hoffe nicht, aber unmöglich ist es nicht. Kopfgeld absolut unbezahlbar für uns. Dementsprechend versuchen wir uns ein bisschen undercover zu verhalten hier. Gewalt aus dem Weg zu gehen, wenn es irgendwie geht. Und quasi eine schnelle Sache hier rauszumachen. Schnell rein, schnell raus. So gut wie wir können. Ja, Bruder, ich will nichts von dir, keine Sorge. Wir reiten in diesen Wald rein, der aussieht wie der vom Blair Witch Project. Guten Tag. Ja. Hat Micah sich sein Lager am Fluss aufgeschlagen oder wo? Wäre eigentlich relativ clever. Da vorne ist jemand. Aber das ist nicht Micah. Dann reiten wir weiter. Wir reiten weiter bis zu Micah. Und wo kein Regen fällt, da schneit er. Hast du Scheiße im Hirn? Charmant auch. Aber nein, die Antwort ist nein. Ich bin ein sehr intelligenter Cowboy. Ruhig, ist gut. Keine Angst. Ich habe gerade einen kleinen Schuss gehört. Ich weiß nicht, von wo der kam. Und auf wen da geschossen wurde oder was. Vielleicht war es Micah, einfach nur ein paar Zielübungen. Vielleicht war es auch eine ganz andere Angelegenheit. Ich höre auch jemanden schreien. Oh, fuck. Ihr wisst, wie es läuft. Sobald einer Hilfe schreit, müssen wir gucken. Alles gut, Kumpel. Oh, Driscolls. Ja, die haben natürlich gerne umgelegt. Wenn die nicht mal wissen, wie man sowas aufmacht, ist natürlich traurig. Dein Leben verdienst du uns. Easy. Ich lass dich gleich frei. Alles gut. Hey, look.
Ich lasse dich gleich vor. Die Staten können das auf als ein Robbery anyway. If you can get in that lockbox, you can take what you want from it. Vielen Dank für den Hinweis, das habe ich schon getan. Bist du schon wieder aufgestiegen oder haben sie einen umgelegt? Okay, die haben sogar einen umgebracht. Wo bist du, mein Freund? Zieht jetzt einfach durch? Ist jetzt einfach weggeritten mit dem Motorradgefährt? Oh Gott. Ja, Jungs, zieht durch. Macht, was ihr wollt. Viel Spaß. Bisschen die Spuren verwischen auch. Wo die jetzt wohl hinreiten, geil. Da vorne ist der Zug. Oder ein Zug. Und davor ist, glaube ich, der Typ, den wir gerade das Leben gerettet haben. Ich hätte gedacht, der wäre gefesselt gewesen. War er anscheinend gar nicht. Wer hätte noch irgendwas zu sagen? Alles gut, Ereros. Oh, hier ist ein wichtiges Lager. Ein wichtiges Camp. Aber so, als wenn da eine neue Stadt erbaut werden sollte. Ich hoffe, ihr seid keine Bullen. Ich muss halt auch aufpassen. Stimmt, fällt mir gerade auf. Ich werde ja vom Bullen gesucht, ohne Ende hier. $295 ist schon eine dicke Stange Geld. Plus, wenn die Pinkertons auch noch $5000 für uns ausgeschrieben haben, beziehungsweise irgendjemand hat das gemacht. Ja. Oh, darauf. Da bin ich mal gespannt. Ich würde mich interessieren, Come on, da kommst du doch wohl hoch. Ereros, wenn du da jetzt nicht hochkommst. Bin ich doch mein. Kein Problem. Und wir sind bei Maika angekommen mit der neuen Hut. Ruhig, was ist denn los? Spannend. Mal gucken, wo er sich rumtreibt, der alte Halunke. Hier unten in der Schlucht hat er sich verkapselt, oder was? Nee, auch nicht. Dann wahrscheinlich doch wieder da oben drauf, oder hier unten. Ah, da ist ein kleines Feuerchen. Hey, Maika. Arthur. Okay, da bist du. Ländisches Idyll. Schöner Titel. No. I got a plan to make it up to you. Oh, plan like the Blackwater Ferry job or like you going off scouting and ending up in jail? Dutch said you was a big shadow cast by a tiny tree. I don't even know what that means. I thought you was a tough boy. Not one of those gentlemen trying to protect his riding clothes. I just know whenever things get real, lose your head. Yellow. Sure seems that way. So I guess you won't be riding with me to rob the banking coach comes about this time into Strawberry. I heard one of the O'Driscoll boys yapping about it while I was inside. You and me? Do a robbery? That's what I said, didn't I? After you. Wenn Arthur Lust hat, dann okay. Dann nehmen wir uns der Sache natürlich gerne an. What are you doing anyway, camping out here like some crazy hermit? Can't exactly stay in town now, can I? Like I told you, I ain't going back to Dutch without a peace offering. So what's the deal with this coach? What do you mean? Comes through about this time every day, like I said, the end. I mean, how many men? Guns? Das weiß er wahrscheinlich nicht mehr. Wahrscheinlich schlecht vorbereitet. Nothing serious. It'll be fine. I heard the bank's been hiring every trigger man they can get of late. The meaner, the better. You worry too much. Forgive me if I ain't wholly faithful in something an O'Driscoll told you. When you was half drunk in a jail cell. He kept yapping about it, saying how they've been hitting it on the regular. That's a good lead in my book. Damn, O'Driscolls are everywhere now. Da bin ich mal gespannt, wie einfach das wird und ob da irgendwas eskaliert. Over some big ranch north of here. How the hell you and Lenny end up down here anyway? Oh, you know how it is? A few loose ends, drink here, drink there. What loose ends? Nothing that needs to concern you. I always pay my share. It concerns me when you put us in danger and we don't realize till it's too late. Like that move you pulled in Strawberry. Making me kill half the town just for your precious guns. Precious they are. You need to roll a little looser, Morgan. Looser?
I've seen you come full undone more than once now, and you only been running with us a few months. Are we gonna rob this coach or bicker about it? What's done is done. Wir werden mal sehen, wie gut das funktioniert, mein Freund. Gemeinsam an. Then let's do it. Schön die alte Western-Musik. Der Groschen-Western. Zwei Cowboys. Auf ihrem Weg in eine kleine Stadt. Alright, this is the spot. Hold up on this ridge. Was sehen wir hier, mein Freund? He should be here in a little bit. Hold tight. Which way will they be coming in? Keine Ahnung. From over there. We need to hit them fast before they get into town. Just don't lose your head this time. Of course, tough guy. They should be here any minute. Also, da haben jetzt aber auch ordentlich, ordentlich Überfälle und Deals gezogen, die letzten paar Folgen. Right on time. Get covered up. Okay, was haben wir? Alright, guys, Showtime. Wir rüsten schon mal auf, bevor wir es gleich vergessen. Das wäre nämlich fatal, wie immer. Greife Wachen an und halte den Postbusch an. Ich dachte, ich hätte den Reiter schon hops genommen. This is fun for you. Let's go, these bastards. Komm, dabei, dabei, dabei. Ja, dann lass uns mal gucken. Nee, aufheben sollst du nicht. Ah, oh, fuck. Achso, den Hut. Ja gut, dann Arthur ist mal wieder mit Hut unterwegs. Du bist ruhig, Kumpel, du hast gar keine Ahnung von dem, wovon du redest. Steigst du mit auf? Okay, du nimmst die Zügel. Okay. Dann lass uns mal zusehen. Ich gehe davon aus, dass gleich irgendwas passiert. Nice. Go, Arthur. From me to you. That's more your style than mine. Ehrenmann, danke sehr für dieses neue Gewehr. GE-Wehr. Wir müssten die sowieso einfach mal eigentlich alles sauber machen, auch glaube ich, im Übrigen. Möchte sein. Naja, nicht jetzt. What did I tell you? Like licking butter off a knife. Ja, ich glaube auch nicht, dass es schon alles war, mein Freund. Ich schätze, da kommt gleich irgendwas. Could be more than we can carry. And there might be a second crew of riders tailing. All right, then. Not to mention, we ride back in with a big take and a new wagon to boot. Können die Coach nicht lieber verkaufen selber? We ain't pulling our weight no more, can he? I ain't sure I trust this new act of yours one bit. Listen, I know we got off on the wrong foot. Ich mag dich immer noch, die Maika. Bild dir nichts ein. I reckon we're a lot alike, you and me. Now, hold up there. Dutch, no, nice, seht ihr, seht ihr gerade die, die Proportion? Guckt euch meine Hand an und mein Gewehr. Und jetzt Maikas Kopf. Und Donald Trump. Okay, 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 okay. Oh, mit Sprengstoff, du meinst Ernte. Okay. Wenn die Räuber ausgeraubt werden. Easy, easy, alles gut. Geh in Deckung.
Die haben ja Masken richtig aufgezogen, auf Undercover angelehnt. Jeder O'Driscoll weniger ist ein guter O'Driscoll. Boah, da hat mich gerade einer übelst gehittet, ey. Ja, und jetzt mal kurz Kekse rein, aber die wollte ich mir gar nicht reinhauen. Na, guten Brandy, der muss rein. Sorry, ich muss kurz das Pferd ausschalten, wo du beigebracht musst, das macht man am besten so. Dann können die nicht mehr flüchten. Dann sind die im Schicksal hingegeben. Hier tut noch einer rum, ne? Glaube ich. So ein einsamer Kumpel, der denkt, der hätte noch irgendwas zu reißen. Die konnten ja auch nichts sehen, jetzt konnte ja auch nichts werden. Die sehen ja nichts, die Jungs. Du hast deine Maske schon mal abgesetzt, das ist höflich wenigstens. Aber klar, dass das nicht gut geht. Dass das wieder eskalieren muss. Aber, oh, Digga, das ist ein bisschen aus wie John Marston. Why is it every job I do with you ends in a pile of dead bodies? Gute Frage. Did you have a problem killing O'Driscoll? You've got a point. Einfach zwei Boys, zwei Freunde, zwei Homies, zwei Gangpartner, die ein paar O'Driscolls umlegen. Standard. So, kann man hier irgendwas aufmachen, nachgucken? Geil. Er ist wieder da hinten zugange. Ja, ja, ich komme. Aber auf dem Weg nehme ich noch den einen oder anderen Bruder mit hier aus. Die haben ja so richtig heftigen Scheiß dabei, Dave. Yeah, because saving bullets is such a concern of yours. Let's just finish this and get out of here. Was sollen wir machen? Draufschießen, ne? Let's take what we can and get the hell out of here. That lock should shoot off easy and that should do it. So, aufmachen den Lachs, komm. Come on, let's see if all this was worth. All I see is you, me, a river full of dead O'Driscolls. And a lockbox. Könnte schlimmer sein, wenn du es so beschreibst, hast recht. Ja, die hätten wir doch einfach mitnehmen können. Die hat wahrscheinlich gar nichts drin. Oh, das Geld drin, nice. What's the cut here? It's good. Just make sure the gang gets its piece. Yeah, yeah. Like I said, big shadow, tiny tree. And like I said, that still don't mean nothing. Get out of here. Go see Dutch. Make sure you ain't followed. I know, boss. I know. It's been fun. Same, war mir auch eine Freude. Und mit dieser Freude. Freund, ach nee, doch, ne, Bandenanteil 600. Let's go, boy. Das ist schmächtig, mächtig. Okay. Das war zwar, ist natürlich wieder eskaliert, war ja eigentlich klar. Aber doch deutlich besser funktioniert, als ich dachte. So, jetzt haben wir zwei Optionen. Entweder nehmen wir den noch kurz hier mit. Komm, bei Albert gucken wir auch noch vorbei. Der ist hier so nah um die Ecke. Das ist so sympathisch, Typen. Man muss auch ein bisschen den Deal zelebrieren. Und was würde da mehr Sinn machen, als ein bisschen Wildtierfotografie? Da fühle ich mich einfach wohl. Ich bräuchte aber was zu mampfen. Ich habe Hunger. Erstmal eine Fluppe auf den Zahn. Ja, sich hier, Junge. So richtig heftige Cowboys smoken beim Reiten. Warte, darüber springen bitte. Vielen Dank. Sehr gut gemacht, kleines Pferd. Okay. Da vorne, das ist eine Brücke. Ich dachte, das wäre ein Haus. Hier ist irgendwas gerissen worden, ein Tier. So, auch diese Welt ist einfach sehr lebendig. Habt ihr das gesehen? Da lag einfach gerade ein totes, zerrissenes Tier auf. Also eine Blutleiche von einem zerrissenen Tier auf der Straße. Potenziell von einem zerrissenen Tier. Vielleicht auch von einem Menschen, aber ich schätze mal von einem Tier. Einfach weil das Wildlife in diesem Spiel miteinander interagiert auch. Hier ist es schön. Damn. Schöne Frühlingswiese.
Wir kommen jetzt auch so langsam in den Sommer rein. Also ja. in den tatsächlich, wir sind glaube ich im Frühling angekommen. Ich glaube, wir kommen jetzt immer weiter Richtung Sommer. Dass die Temperaturen werden immer. Das ist mir schon lange nicht mehr passiert. Geht's dir gut? Okay. Wie weit sind wir denn noch von unserem Deal? Unserem Freund? Können wir kurz runterrennen? Den müssen wir eigentlich schon fast sehen können. Da hinter dem Hügel müsste der irgendwo sein, ne? Zack, da geht's auch schon wieder besser. Okay, hier vorne ist er irgendwo. Hat er sich ein Camp aufgemacht? Nee. Ich bin ehrlich, dann nehmen wir auch noch kurz das Lager hier mit. Da ist auch noch einer irgendwo. Der ist noch da, mein Freund. Den darfst du jetzt nicht übersehen. Da ist er. So, das war's. Okay, sehr gut. Nee, am Feuer ausruhen machen wir nicht. Wir plündern erst noch ein paar O'Driscolls oben drauf gelegt. Das war ein richtig O'Driscoll-reicher O'Driscoll-Zerlegungstag heute. Unterm Strich. Zack. Ich würde auch gerne Kopfbedeckung austauschen. Warum nicht? Mal einen O'Driscoll-Hut tragen. Ah, der sieht auch mehr nach Arthur Steel aus, um echt zu sein. Wer ist das? Sweet mercy. What's that? There he is. Ich dachte gerade erst, das wäre fucking Sean. Ihr seid aber nur zu zweit gekommen, ne? War das einfach O'Driscolls, die jetzt nachgekommen sind, oder wer war das? Guck mich mal an, Kumpel, wer bist du? Das ist auch ein O'Driscoll. Okay, das waren O'Driscolls, die nachgekommen sind. Oh shit. Den haben wir gut getroffen, den Bruder. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja. So läuft's manchmal, ne? Was willst du machen? Wir packen uns ein paar Sachen ein, Dosen, Gemüse, ein bisschen die Nachschube auffüllen, die auffüllen Nachschuben. Die, ja. Die, wie nennt man das denn? Die Vorräte auffüllen. Mein Gott, so nennt man das. Können wir dich auch noch ausrauben? Nee, auch, das wollte ich jetzt nicht, Bruder. Sorry. Was liegt denn da? Da war ein Plündern. Nein, 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 nicht. Nein, nein, nein. Ich habe schon wieder R gedrückt, ich Idiot. Ich wollte ihn doch nicht aufheben. Don't do it. Don't do it. Plündern. Richtigen Knopf gedrückt, stark gemacht. Ich glaube, hier können wir noch ein bisschen Munition mitnehmen. Was ist denn da für ein Brief? Vielleicht ist da irgendwas drauf. Was interessant sein könnte. Aber es, wir tun so, als wenn das nicht interessant wäre. Okay. Nein, nein, nein. Ja, gut. Wir können uns auch ausruhen. Auch nicht schlimm. Was war das denn für ein Tier? Freunde, in dem Sinne, dann treffen wir uns mit dem Fotograf wohl erst in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Puss, puss, puss. Tschüss.